Moin Freunde, der neue Champ Pike wurde revealed und wie immer werfen wir einen Blick auf seine Fähigkeiten. Seine Passive ist Gift of the Drowned Ones. Wenn Pike für seine Feinde nicht sichtbar ist, regeneriert er schnell einige Leben, die er zuvor gegen feindliche Champions verloren hat. Mit seinem Q-Spell Bone Skewer kann Pike seine Harpune, wenn ihr den Q-Spell gedrückt haltet, in gewählte Richtung werfen und den ersten getroffenen Feind eine feste Distanz zu sich ranziehen. Wenn ihr eure Q-Taste nur kurz drückt, stecht ihr mit der Harpune nach vorne und verlangsamt dabei alle getroffenen Gegner stark. Der W-Spell heißt Ghost Water Dive. Mit dieser Fähigkeit werdet ihr camouflaged und erhaltet einen Lauftempo-Bonus, der langsam zerfällt. Als Reminder, Camouflage funktioniert wie beim Q-Spell von Twitch. Euer E-Spell, Phantom Undertow, lässt Pike in gewählte Richtung dashen. Dabei hinterlasst ihr ein Phantom, das sich nach einer kurzen Verzögerung zu ihm zurückbewegt, Schaden an allen auf dem Weg getroffenen Feinden verursacht und diese betäubt. Zu guter Letzt die Ulti, Death from Below. Damit setzt Pike einen X-förmigen AOE. An getroffenen feindlichen Champions teleportiert Pike sich heran und one-shottet sie, sollten sie unter einen festen HP-Wert sein. Feinde, die nicht geone-shottet werden, erhalten dementsprechend Schaden. Der Verbündete, der zuletzt an einer Tötung durch dieses X beteiligt war, erhält ebenfalls volles Gold für den Kill. Stirbt ein Feind an Pikes Ulti, hat dieser kurz Zeit, die Fähigkeit erneut zu casten. Das war soweit alles zu Pike. Schreibt mir eure Meinung zum neuen Champ in die Kommentare. Sobald er auf dem PBE spielbar ist, folgt ein Livestream auf Twitch und weitere Gameplays. Bis dann, war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.